Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ages of Minecraft. Ja, wir wollten ja jetzt auf große Abenteurer-Tour gehen. Ich suche aber gerade Holz, weil ich noch ein paar Kisten machen wollte, aber... Kann man nicht. Naja, dann behalte ich halt den Dirt einfach mal im Inventar. Ja. Aber noch was zum Essen. Und obwohl ich gestorben bin, wurde meine Werte zum Essen nicht zurückgesetzt. Das finde ich sehr unfair. Sag ich doch. Ja. Das war aber schon mal anders. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich möchte noch eine Schaufel. Nicht so schön. Oh, das sind Büsche. Ja. Orange Berries. Orange Berries. Jetzt kann ich auch wieder Erdbeeren essen. Geht's weit runter. So. Ich stehe gerade so auf dem Berg. Los geht's. Ich weiß noch nicht, wie ich da wir leben wieder runterkomme. Sieben weg. Also, du so. Bist nach. In welche Richtung? Süden? Westen gezogen, oder? Wo wir gekommen sind. Also Norden. Also Norden, okay. Dann gehe ich mal nach Südosten. Dann gehe ich das ist nach ungefähr da, wo ich gestorben bin, aber diesmal ein bisschen. Dann probiere ich mich mal mit Westen. Wobei es hier schon wieder ganz schön dunkel wird. Wow. Im Westen nichts Neues, wissen wir doch. Tatsache. Die Sonne geht tatsächlich gerade unter. Das haben wir echt toll getimed. Brilliant. Dann gehe ich vielleicht doch wieder zurück. Angst. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass der Tag 10 Minuten dauert und die Nacht 6 Stunden. Ja, so ungefähr. Angst. Was mache ich jetzt? Einbuddeln und einen unterirdischen Grund sich zurückkramen. Einbuddeln und beten. Was ist das denn? Pfeil. So. So. Ja, es ist eigentlich ziemlich doof, jetzt weiterzulaufen, aber... Ja, der neue Ranglistenführer wird gesucht. Ich habe jetzt halt hier eine gemütliche Höhle mit Weitblick. Ich glaube, ich sehe sogar alles unsere Basis, glaube ich. Ich glaube, ich habe Clay gefunden. Sehr gut. Ich würde ja noch mehr finden, aber ich traue mich gerade nicht mehr raus. Und ein Zombie. Moment. Es laggt. Das ist nicht fair. Hat gerade geleckt. So. Buddeln, umdrehen, Zombie hauen. Ja, dann, ne? Du hast eine Schaufel dabei gehabt. Gib sie her. Ich könnte mich nach unten buddeln. Ich buddel jetzt mal nach unten, mal schauen, was dann passiert. Boah, warum leckt's jetzt gerade? Das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Ich sterbe dabei nicht. Nicht laggen. Wie heißen die Dinger, die man aus Rotten Flesh macht? Zombie Jerky. Also einfach zwei Salz dazu geben. Zwei, okay. Dann war das wahrscheinlich das Problem. Wo ist jetzt das Salz? Hey, ich habe Kohle gefunden. Hat jemand das ganze Salz verbraucht? Ich weiß nicht. Nicht das ganze. Salz gehört in die Essenskiste. Finde ich. Wenn du meinst. Oh, hier ist Eisen. Aua, hier ist Kobbel. Aua. Was ist es? Gravel. Das ist Gravel wahrscheinlich. Und ich. Ah, hab meine Schaufel nicht gefunden. Ja, das war knapp. Das war vorhin mein Problem auch mit meiner Höhle. Halbe Leben weg. Uiuiui. Ein Pyrit gefunden. Und Salz gefunden. Dann nehmen wir mal das Salz mit von Daniel. Ist auch gut. Ja, so würde aus der Erkundungsfolge eine Buddelfolge. Ja, super. Mhm. Ja. Wollen wir eine kleine Pause machen und uns wieder melden, wenn hell ist, weil sonst ist es, glaube ich, gerade ein bisschen langweilig. Geht's raus? Wenn du möchtest. Können wir das machen. Dann warten wir hier ein bisschen und melden uns gleich wieder und wenn hell ist. Genau. Gleich nach der Werbung. Tschüss. Hallo zurück. Schaut mal auf meinen Bildschirm. I died, weil ich ganz kurz in der Basis stand und auf einmal macht Boom und da war ein Creeper. Der Fehler war, du warst in der Basis. Ja. Echt mal.
Wie gut, dass wir beim letzten Mal noch gesagt haben, hier ist es sicher, sicher. Mhm. Das hast du gesagt. Das habe ich gesagt, da ist ein. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Angriffe von Skeletten abgewehrt, aber. Hurra. Und wenn es jetzt nicht laggen würde, dann würde ich auch irgendwann mal von meinem Spawnpunkt wieder wegkommen. Und ich habe volles Inventar. Warum ist meine Inventar schon wieder voll? Ach, meine Güte. Also damit habe ich die Todesliste führe ich jetzt endlich an. Innerhalb von 2 Folgen souverän aufgeholt. Endlich ist es wieder so wie es sein muss. So geht's. Mein Inventar, das gibt's doch nicht. Egal. Was höre ich denn hier? Ich höre Zombies. Ja, ich auch. Wo, aber ich höre sie. So, mal schauen, was jetzt... Moment. Ich hab Sugarcanes, Ja, jetzt haben wir hier ein kleines Loch in der Basis. Was haltet ihr davon, wenn wir mal an der Treppe nach unten in den Keller eine Tür hinmachen, nachdem da ständig Viecher rauskommen? Oder du suchst, wo sie spawnen und machst was dagegen. Oder wir machen eine Tür hin, dann ist es egal. Kommt ein Zombie auf mich zu. Stirb, Zombie, stirb. Stirb. Stirb schneller. Danke. Wie viel hast denn du noch? Hm? Die Schaufel ist eigentlich schon die ganze Zeit auf. Ich bin tot und gräbt einfach weiter. Ja, manchmal, ich glaube, die haben irgendwie eine Chance. Nee, obwohl. Manchmal bei der Schaufel habe ich so den Eindruck, die hatten irgendwie eine Chance, sich abzunutzen. Ah, jetzt ist sie kaputt. Jetzt, wo ich nachgeguckt habe, ist sie kaputt. Auf jeden Fall habe ich schon 2 Stacks fast Clay. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen mit dem Boot. Da ist ein Lavafall. Mitten in den See rein, das ist auch nett. Find doch mal Zinn. Du bist lustig. Das müsste an der Küste sein, oder? Das müsste im Wasser, genau. Oh, ich hoffe, dass mein Boot nicht kaputt geht davon, dass ich in... Und da, wo eben Sand ist, glaube ich, am Wasser, kann eben auch Zinn spawnen. Spawnen? Kann spawnen. Oh, ich habe auch Zuckerrohr. Sehr schön. Sehr gut. The more, the merrier. Nein, bleib da. Bleib da. Böses Boot, nicht kaputt gehen. Böses Boot, bleib so stehen. Gut, dass ich mir übrigens den Heimpunkt gesetzt habe, weil das ist genau das, ich jetzt mich schon wieder verirren würde. Ja, wir haben eine Karte, so ist es ja nicht. Aber. Also, oberirdisch geht es doch. Also hier gibt es noch mehr Clay, aber naja, reicht mir, glaube ich, jetzt erstmal. Hier die 2,5 Stacks. Und wenn nicht, schicken wir einfach einen Daniel los, der erlebt sicher lustige Sachen hier. Begeisterung. Ich glaub's auch. So. Oder ist noch ein Zombie? Nee, Zombie, ich glaube, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf dich. Tür da. Was bist du eigentlich hier? Eine komische Ruine mit nichts drin. Gut, so. Dann mache ich mich mal wieder auf den Heimweg. Wo ist der eigentlich? Da hinten, okay. Aber irgendwo war hier noch Sugarcanes. Ich laufe gerade an der Grenze unseres Bioms zum Nachbarbiom rum. Weil sich es gerade so ergibt irgendwie. Das ist ein kleiner Tümpel, aber da ist, glaube ich, kein... Oh, hier ist Kohle. Na, mehr oder weniger. Da ist Salz. Mein Inventar ist voll. Nein, ich bin wunderbar. Beeren ernten, Beeren ernten. Ich komme jetzt gerade so ein bisschen vor wie so ein Gummibär, der seine Gummibären ernten muss, um später... Gummibärs. Okay. Nicht ganz. So. Aber ich meine, wenn der Clay mir schon mal angeboten wird, dann nehmen wir halt mit. Ah, ich bin gerade in dem Fanbiom, in dem du vorher unterirdisch warst. Schön. Oberirdisch. Du könntest auch den Tunnel nehmen und nach oben buddeln, das wäre leichter. Blumen und so. Ich weiß bloß nicht, ob ich die. Ich glaube, ich will die nicht mitnehmen. Hier ist irgendwie was Ruiniges. Mossstone? Geht's da irgendwo rein? Oh, da geht's rein. Mossstone so. Klingt immer so nach Creeper. Nee, geht's nicht. Oh, schade. Es ist bloß eine Pseudo-Ruine. Ich hatte gehofft, es geht irgendwo runter, aber tut's nicht. Eine Pseudo-Ruine. Ich meine, hier, Sherry. Ich nehme den, glaube ich, trotzdem mal mit.
Man weiß ja nie, wofür man Mostoma braucht. Ich also habe einen Spawner gefunden. Yay, tu eine Fackel drauf. Nee, Schmarrn, das ist der eine, bei dem wahrscheinlich der Daniel schon mal gefunden hat, nachdem da 15 Fackeln dran sind. Ah. Wenn, wenn da kein Dach mehr drüber ist, dann ist das meiner, ja. Ist kein Dach mehr, ja, genau. Das ist das, wo ich die Stufen abgebaut habe, damit wir wieder wir Stairs haben. Sehr gut. Wo muss ich hin? Wegpunkt da hinten, Home. Das heißt, du bist an Sugarcanes vorbeigegangen und hast sie nicht mitgebracht. Habe ich sie nicht gesehen. Schätzt dich überhaupt gar nicht. Nicht wirklich. No, you know. Verstehe ich, weil mir könnte es auch gut passiert sein. Wahrscheinlich ist es mir sogar passiert. Wir haben jetzt eigentlich 6 Stück, okay. Quarried Stone, brauchen wir Quarried Stone für irgendwas? Ich glaube nicht. Das ist doch der, Weiße Stein. Genau, der Railcraft. Ich will auch mal World Gen hinzufügen, Stein, oder nicht? Ich sehe. Keine Ahnung. Ist Railcraft, ja. Sehr schön, wie in dieser Eisen- und Redstone- und Kupferkiste noch eine Erdbeere drin liegt. die lege ich mal zurück gesund. Zu seinen Freunden. Geht die Axt vielleicht mal kaputt, die Pickaxe? Ich hätte gerne wieder Platz dahinter. So, hallo. Wo kann ich denn die Sugarcane? Die gebe ich dir einfach, du machst das schon. Da oben. Begeisterung. Da rein. Wir bräuchten einen Eimer. Können wir mittlerweile einen Eimer machen? Ja, Eisen haben wir. Dann wäre das wahrscheinlich ganz hilfreich. Dann nehme ich mir da mal ein paar Eisensachen. Mhm. Und mach mir ein Eimerchen. Ich bin das kleine Teufelchen. Ich weiß nicht mehr, wie das Rezept für einen Eimer geht. 3. Ein V aus Eisen. Ja, das geht nicht. Dann guck doch mal nach, ob das Gregtech ändert. Ja, wahrscheinlich, ja. Musst du irgendwas mit Platten hämmern oder so ein Käse. Ja. 3 Eisenplatten und in der Mitte der Hammer. Okay, wie mache ich eine Eisenplatte? Hammer und 2 Dinge, okay. Genau. Hammer, wo ist er? Da ist er. 2 Eisenplatten hätten wir sogar schon, aber wenn du so eh am Machen bist, mach 3, dann passt das. Schon habe ich wieder vergessen, wie es ging. Nein! Ich bin zu schnell in die Wand gefahren mit meinem Boot. So kriegt man auch Sticks. Ob man sie will, sei dahingestellt. Oh, ich bin gerade starving, sagt er mir. Das ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Was kann ich denn essen? Orange Berries. Untereinander, okay. So. Das Steak habe ich jetzt immer noch beim letzten 12 Mal, aber jetzt kann ich die anderen Beeren. Oh. Schön durch die Beeren durch, bis das Steak wieder 100% gibt. Ha! Not eaten recently. Her damit! Wunderbar. So muss das. Und danach kann ich den Cooked Pork Chop auch wieder essen. We've got Bucket. Yay. Wahrscheinlich haben wir jetzt keinen Sand und ich hätte Sand mitnehmen müssen. Ernsthaft? Wir haben 5 Sand. Was? Mein Boot ist gerade kaputt gegangen, weil ich zu schnell gegen eine Seerose gefahren bin. Ja, wusstest du das nicht? Nein. Seerosen, die größte Gefahr für alle Boote. Ja, offenbarlich. Leck mich doch am Arsch, so ein Scheiß. Was ist eine bekiffte Idee, war das denn bitte? Ja, die. Ich tippe auf Notch. Sicher? Ich glaube, das ist ja schon so ein altes Feature. Ich dachte, die Seerosen sind recht neu. Das ist eine Standard-Minecraft-Seerose. Weiß ich nicht. Die von Megaplants oder was auch immer das war, die sind teilweise sehr hart, ja. Das ist auch nervig, also wenn ich glaube, es war eine von Minecraft, ich bin mir nicht sicher. Ja, Jojo, Sand wäre gut gewesen. Nee, da haben wir noch ein bisschen Sand. 5 haben wir Sand. Shit, es wird schon wieder dunkel. So, wo machen wir denn jetzt Sugarcanes hin? So, Prick. Beziehungsweise, wir fangen ja mit unserem tollen Small Coal Boiler da hier an. Der braucht Bricks und das ist einfach 4. Okay. Das heißt,
Bronze Plates. Wo ist der Hammer? Kannst du den bitte zurücklegen, wenn du fertig bist? Ich komme aber nicht zurück. Okay, dachte ich, hatte ich, aber habe ich wohl doch nicht. Lilipads. Ah, Minen. Das ist halt echt wie Minen irgendwie, diese Lilipads. Da hat man richtig Schiss. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist unsere Basis? Wo ist unsere Basis? Da, wo du den Wegpunkt gesetzt hast. Hab ich nicht. Ja, genau. Geh weg. So, und? Ah, da ist, glaube ich, was. Yay, wir haben einen Small Coal Boiler. Halleluja. Ole, ole. Oh. Es ist ein Anfang. So. So, wo wollen wir denn Technik anfangen? Ich würde gern Technik nicht oberirdisch machen. Wieso denn? Wir haben einen großen Keller. Weil ich zumindest bei den elektronischen Sachen von GregTech weiß, dass die explodieren, wenn es raufregnet. So ein Käse. Okay. Naja, also du kannst ja mal gern deinen Computer draußen hinstellen. Ja, stell dich nicht so an. So, ich habe lebendig angefunden. Ich bin so stolz auf mich. Sehr gut. Ach ja, verdammt, die gingen ja gar nicht über Eck. Right. Ach, ich sollte vielleicht nicht was essen, was ich nicht mehr wirklich essen kann. Ich gehe jetzt hier mal, ich beschließe einfach diese Ebene hier, die eins drunter. Ich würde lieber ein Haus bauen. Ja, dann machen wir das doch die nächste Folge. Jo. So, guck mal, wir haben eine kleine Sugarcane-Farm. Juhu. Oh, süß. Wir brauchen auf jeden Fall noch Pipes, um irgendwas durchzupumpen. Ich leg den Eimer auch mal da in die Eisenkiste, weil der ist ja aus Eisen. Ja, das ist so die Special-Sachen-Kiste. Nicht dabei. Wir müssen, ich wäre sogar fast dafür, das ist jetzt die große Frage, bleiben wir jetzt hier? Wird das unsere Basis? Oder gehen wir irgendwo anders hin? Weil ansonsten würde ich nämlich wirklich irgendwie mal sagen, mal ein Lager bauen oder sowas. Mhm. Weil es jetzt mit den vier Kisten, die wir hier haben, die sind schon relativ... reicht schon fast. Überlegen wir uns bis nächstes Mal. Ja. Oh, großartig, wir können Kupfer benutzen. Für was? Für die Pipes. Wir müssen nicht Bronze benutzen, die haben ein höheres Heat-Limit, aber ich habe das Gefühl, bei dem ersten Dampf ist es ungefähr mal ziemlich wurscht, ob wir 1000 oder 2000 Kelvin durchpumpen. Aber wir brauchen einen Schraubenzieher. Kann man immer brauchen. Ja. Da. Nee, ein Wrench, Entschuldigung. Wrench, nicht Screwdriver, den haben wir schon. Wrench, da. Ja, das andere. Das andere gleiche. Genau, den können wir natürlich aus Eisen machen. Was war da in der Mitte? Den können wir dann in die Eisenkiste legen. So, was macht der Chopper jetzt plötzlich Neues? Der macht immer noch Error, wisst ihr das? Der Chopper macht Error. Der zeigt immer noch Error an im Tooltip. Ja, wahrscheinlich, weil er gerade nichts zu tun hat. Tooltip. Im Tooltip? In Weiler. Nee, drin nicht. Ja, in Weiler. Chopper, Error. Nee. Ja, dann klick ihn mal an, dann nimm mal. Was? Nein. Achso, ja, jetzt nicht mehr. Okay. Interessant. Gut, also ich meine Daniel mit Namen. Achso. Okay. So, haben wir eigentlich schon Kürbisse? Willst du Antidotes basteln? Vielleicht. Oh, wenn du schon so fragst. Nee, eigentlich mehr so, da kann man einen schönen Apfelkuchen draus machen oder sowas. Apfelkuchen aus Kürbis, klar. Kürbiskuchen. Na dran. Knapp. So. Wrench. Hammer. Hammer. Kupfer. Und so. Komm, mach mal den Hammer kaputt. Irgendein Holz? Planks habe ich vier. Ja, es reicht. Hier in der kleinen Kiste. Merci. Weil. Jetzt dann kommt's. Haben wir nämlich jetzt. Wo ist er? Ja! Eckscheide Worktable, ich bin glücklich. Ah! Ne?
Was ist an der jetzt genau anders? Du kannst die Sachen reinlegen. Und du kannst Pattern, also Rezepte quasi speichern und dann kannst du es wieder laden und so. Sehr praktisch. Okay. So, und ich will jetzt noch die ersten Pipes schnell craften. Und zwar nehmen wir da die Small. Die sollten ja ausreichen. Hier. Ah. Genau. Dann kann man sich wieder zuschauen und craften. Mhm. Dann stimmt, das wäre daneben noch eine normale für den Fall, dass man sich wieder behindert. Ja, so. Perfekt. Wir haben Fluid Pipes. Jetzt müssen wir uns noch bis zum nächsten Mal überlegen, wie wir das Wasser in den Ofen reinkriegen, weil es macht ein bisschen Boom, wenn man kein Wasser rein hat. Das heißt, wir brauchen auch erstmal Wasser. Mhm. Ja, Wasser ist ja kein Problem. Naja. Also viel automatisiert. Wasser. Automatisiert? Automatisiert ist schon ein Problem, ja. Eben. Oh, ich kann mir das sagen. Schauen wir mal, ob es irgendwas. Wir können mal gucken, ob es irgendwie eine Steampump oder sowas gibt. Sieht nicht genau aus. Allgemeine Pumpe, ja. Pumpe. Ja, bloß elektrische. Und sonst bloß alles möglich mit Pumpkin. Pumpkin. Water, irgendwas, Buttermilch, nein. Ja, sieht nicht so danach aus. Also das wird noch interessant. Haben wir keine Blackberry-Sträucher? Blackberry, ich dachte schon. Hi Zombie, gib mir deinen Helm. Nicht mich anzünden. Es gibt einen Rain Tank. Ah. Vielleicht. Naja, das aufregend ist einfach doch nicht. Und was hat er nicht gedroppt? Sein Helm, natürlich. Ne, wir haben keine Blackberry. Warum haben wir Blackberries, aber keinen Strauch? Wer hat da den Strauch nicht mitgenommen? Wir müssen wieder mehr die Sträucher mitnehmen. Weil das ist ja, dann wieder eine Nahrungsquelle weniger auf einmal. Auf jeden Fall sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Bis dahin.